Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video in meinem kleinen Gartenteich und Koi Plus Bonsai Kanal. Ja, bevor wir uns nachher um den Kamerad da hinten kümmern, werde ich euch jetzt erstmal meine neue Working Station, zumindest für die Sommermonate, zeigen. Wer so die älteren Videos von mir sich auch mal angeschaut hat, auch wo es um meinen Teichumbau ging und so, ist der Platz, an dem ich gerade sitze, das war immer so ein wenig das Eck der Schande, habe ich es immer genannt, weil ich hier irgendwie nie fertig wurde. Und jetzt, nachdem ich im Urlaub noch ein paar Tage zu Hause war, dachte ich mir, hey komm, pack die Baustelle an. Aber was rede ich? Ich zeig's euch. So, den Anblick kennen die meisten von euch. Mein Teich, meine Bonsai und hier das Hochbeet, wo ich so eine Zwischenschule mache, so eine Zwischenstation für das ein oder andere Bäumchen. Ja, und okay, so ganz fertig bin ich noch nicht, aber da hatte ich jetzt echt keinen Bock mehr dazu. Aber kommen wir zu dem, was ich euch eigentlich zeigen möchte, nämlich hier. Und das, finde ich, sieht schon deutlich besser aus, wie es vorher war. Ja, hier war ziemlich viel Unkraut und auf dem Absatz da war ziemlich viel Schrott. Der ist alles weg. Noch ein paar Platten verlegt, hier noch eine kleine Empore gemacht. Und hier werde ich zukünftig den ein oder anderen Bonsai bearbeiten. Ich habe sogar die Wand gestrichen, damit man einen guten Hintergrund hat. Nee, Spaß beiseite. Also ja, hier wird so zukünftig der Gartenarbeitsplatz. Wird sicherlich auch der ein oder andere Baum sein Plätzchen finden, aber der ein oder andere Baum, nee, heute geht es um einen ganz konkret, und das ist hier diese Mädchenkiefer, die ich euch einfach jetzt gleich dann mal ganz kurz vorstelle und erzähle, was ich damit vorhabe. Ja, diese Mädchenkiefer hier, die hatte ich euch schon mal kurz vorgestellt in meinem, nach meinem Fixurlaub, glaube ich, wo ich alle meine Bäume nach dem Urlaub ein klein wenig auf den Sommer vorbereitet hatte und hatte damals, glaube ich, auch schon angekündigt, dass ich hier auf den Herbst hin was tun will. Ja, eine meiner wenigen Kiefern, die es bei mir überlebt hat, weil ich, wie immer, zu ungeduldig war, umgetopft, geschnitten, gedrahtet, alles auf einmal. Und das hat sie mir am Anfang ein klein wenig übel genommen. Und daraufhin habe ich sie jetzt, ich glaube, sie ist jetzt das dritte Jahr in dem Topf, daraufhin habe ich sie 2 Jahre hier komplett in Ruhe gelassen. Wenn wir hier schauen, ja, wir haben hier einen Draht und hier einen Draht, einfach nur um diese zwei Äste ein klein wenig nach unten zu holen. Und hier hatte ich auch noch zwischenrein mal gedrahtet. Ja, und was will ich jetzt damit machen? Ich möchte sie heute mehr oder weniger so viel wie möglich, so wenig wie nötig drahten. Und das Ziel an dem Baum ist eigentlich, dass ich hier nach unten komme, gleichzeitig hier rüber komme, wenn ich das hier so halten darf, halten kann, und den hier dann wieder hier, ja, sodass wir hier ein schönes, ich hoffe, ein schönes Bild hinkriegen. Vor allem dieses Jahr ist die Mädchenkiefer hier wirklich, ich würde fast sagen, explodiert. Super Wachstum, sieht auch echt kerngesund aus, und deswegen kriegt sie jetzt ihren Straten, vielleicht auch den ein oder anderen Buschel wegschneiden. Es kommt jetzt darauf an, wie ich es nachher in der Gestaltung mache. Und jetzt werde ich aber erstmal ein klein wenig Metall an den Baum bringen, und das mache ich aus einer näheren Distanz natürlich, dass ihr was seht, und ich werde es auch im Video dann im Zeitraffer machen. Und während ich das mache, konzentriert, ihr könnt schauen, vielleicht lege ich noch ein bisschen Musik drunter und ich höre mir ein klein wenig Hörbuch an, und dann sehen wir uns, hören wir uns, sehen tun wir uns die ganze Zeit, dann hören wir uns wieder, wenn ich mit der Endgestaltung mich versuche. Mehr sage ich nicht dazu. Okay, bis dann.
hier werden wir also auf jeden Fall noch einen kleinen nach unten machen, damit der hier ein klein wenig runter geht und der hier auch, so dass das hier dann das Endprodukt sein soll. Und das zeige ich euch dann aus der Nähe, das Endprodukt. Ich mache mal hier die zwei Spanndrähte. Ich glaube, hier oben können wir uns den sparen. Da hat der Ast, da hat der Draht genug Druck auf den Ast. Machen wir mal gerade so schauen, jetzt seht ihr, da haben wir jetzt wieder einen Trieb, der ganz nach unten geht. Den wollen wir auch nicht unbedingt. Den nehmen wir auch noch weg. Aber ansonsten, ja, für eine Zwischenstufe ganz ansehnlich. Okay, ich bin gleich zurück, dann gibt es das Endprodukt. Ja, wie schon gesagt, wollte ich euch noch mal zeigen. Ich habe hier zum Beispiel eine Stelle, wo die Kiefer eigentlich an einer ungewöhnlichen Position nachtreibt. Jetzt muss ich schauen. Ja, das hier ist auch eher so ein Hoffnungstrieb. Wo habe ich ihn in der Kamera? Mal mit dem Finger drauf zeigen. Ah, hier ist er. Ja, auch hier haben wir so einen kleinen Trieb. Dann hatte ich noch irgendwo einen dritten. Der hat auch schon nach mehr ausgesehen. Man möge ihn mir zeigen, bitte. Wo war er? Wo war er? Wo war er? Ja, hier haben wir auch so einen kleinen Kamerad. Muss immer mit dem Finger drauf gehen, sonst finde ich ihn auf dem Video nicht. Da ist er. Ach, das ist der falsche Finger. Sorry. Also, okay. Also hier. Ja. Nur der. Zu dem erzähle ich euch gleich nochmal was ganz anderes. Ach, ich habe noch einen gefunden. Achtung. Wo ist mein Finger? Erstmal weg, dann ran. Hier zum Beispiel, ja. Das ist ein kleiner Trieb, der da kommt. Und nach zielscharf kam. Und ja, eigentlich hoffe ich, dass da. Da schauen wir einfach mal, was wir draus machen können. Wenn es was wird. Wenn er reinpasst ins Konzept, darf er bleiben. Wenn nicht, ja, dann schneidet man ab. Aber im Moment verliere ich damit überhaupt gar nichts. Und jetzt habe ich dann doch nochmal eine Entscheidung getroffen. Die zeige ich euch aber wieder aus der anderen Position. Ja, jetzt, bevor es hier gleich dunkel wird. Wie ihr seht, ich habe die zwei Äste hier ein bisschen nach unten gespannt und habe mir natürlich dabei auch das Bäumchen so angeschaut und ein bisschen, ein klein wenig überlegt, Vorderseite, wenn ich jetzt so drauf schaue und ich euch dann das mal so zeige und hier drauf schaut, wenn ich jetzt das hier als Vorderseite definiere, ja, dann finde ich den Ast hier, den kompletten Ast hier, der stört eigentlich, wenn ich ihn so mal versuche wegzunehmen, dann finde ich eigentlich, dass dem Baum gar nicht viel fehlt. Und deswegen, ja, manchmal ist der erste Gedanke der beste, manchmal auch nicht, aber ja, von dem verabschiede ich mich jetzt und entferne hier noch den Draht. Ja, warum lasse ich jetzt den Stumpf hier stehen? Den lasse ich jetzt einfach mal stehen, weil eventuell, ja, wenn ich es jetzt so anschaue, ist es eine Option, hier ein kleines Totholz-Element draus zu machen. Aber jetzt lasse ich den Baum erstmal mit dem Draht sich neu zurechtfinden. Und ansonsten bleibt er jetzt mal so, wie er gerade ist. Hier mit der Partie hier hinten bin ich mir auch noch nicht so ganz schlüssig. Auch da wäre es unter Umständen eine Option zu sagen, ja, braucht man nicht unbedingt. Ja, was ich auf jeden Fall machen möchte, ist, dass ich hier ein Polster hier nach unten ziehe, hier ein schönes Polsteraufbau. Da habe ich auch noch die Option mit dem hier, ob ich den nach hinten ziehe oder nach vorne ziehe, das weiß ich noch nicht. Und hier oben noch ein schönes Polster. Und dann
soll das mal der Plan für die Zukunft sein. Wie immer werde ich euch auch zu diesem Bonsai, zu diesem auf dem Weg zum Bonsai sich befindlichen Baum in der Schale, werde ich euch auf dem Laufenden halten. Und jetzt darf der zurück an seinen Platz und sich von den Machenschaften, die ich ihm heute zugemutet habe, ein klein wenig erholen. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like. Und wenn ihr Bock auf mehr habt, schaut einfach mal ab und zu rein. So, das ein oder andere Ding werde ich mit Sicherheit in dem Jahr noch drehen, bevor dann es dann in die Winterpause geht. Und würde mich freuen, wenn ihr mal wieder dabei wärt. So long, bis dann.